Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei Two Farming. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es geht weiter und es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Es ist tatsächlich ein neues Zeitalter angebrochen. Man muss ganz ehrlich sagen, man fragt sich immer, ja, was kommt als nächstes? Kommt überhaupt noch was? Kann überhaupt noch was kommen? Und wie soll ich sagen? Es ist einfach immer wieder absolut krank. Harald. Chef, es ist einfach unglaublich. Harald. Ja? Du musst mir helfen. Was soll ich denn da machen? Ja, was soll ich machen? Erstens musst du die Zuschauer animieren, dass sie ein Däumchen erlassen, wenn die Folge ihnen gefällt. Okay, meine lieben Damen und Herren, wenn euch das Ganze hier gefällt, das ganze Spektakel, die Action, das Unvorhersehbare, dann lasst definitiv das Däumchen da. Wer noch nicht abonniert hat, drückt aufs Abonnieren und die Glocke nicht vergessen. Oh, Kuss geht raus, an die Glocke gedacht, das ist natürlich spendabel. So, aber Harald, du musst mir helfen. Wir müssen die loswerden. Oder, keine Ahnung, die müssen sich trennen, wir müssen irgendeinen fiesen Plan schmieden. Harald, du musst mir helfen, bitte nicht, Fritz, das war mit meinem Vater, bitte nicht, Harald. Ja, aber wenn dein Vater glücklich ist, was soll ich denn da machen? Nein, das hat nichts mit glücklich zu tun. Ja, hast du gehört, was Fritz gesagt hat? Er hat gesagt, Bruder, ja, er fängt direkt mit dieser Scheiße an. Eigentlich hat er gleich gesagt, Brüderchen. Perfekt, ja, Gesundheit. Naja. Nee, ohne Scheiß, Bella, Harald, das geht einfach weg, nicht. Ne? So, und was willst du jetzt? Du hast uns jetzt da unten den Hof weggeschnappt mit deinen Schwestern. Pass auf, wir machen das Ganze. Nein, wir fangen nochmal an. Sag mal, Bella, bist du deswegen bei uns Praktikantin geworden? Hast du deswegen für uns Frühstück gemacht und allem drum und dran? Und war diese schüchterne Ader, so wie du hier getan hast, einfach nur bloß ein Vorwand, um uns irgendwie dumm dastehen zu lassen? Nein. Hast du unser Konzept belauscht und hast uns hier hintergangen? Moment mal eben. Wann habt ihr euer Konzept gemacht? Da war, keine Ahnung, ich war mit den Kühen beschäftigt. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, ich war doch wirklich mit den Kühen beschäftigt, ganz ehrlich. Also ich muss da... Genauso gut hättest du im Funk lauschen können. Warum soll ich im Funk lauschen? Ja, weil das Frauen immer machen. Was? Du bist von der Zeitung. Das hat damit verdammt nochmal nichts zu tun. Okay, dann will ich aber was anderes sagen. Ja. Wie schaut's denn hier eigentlich aus? Wie ist denn das Bild entstanden oben am Landhandel? Welches Bild? Was sind für Fahrzeuge? Der John Deere hier und der Deutz. Kommt als letzter, redet als erster, das kann ich sagen. So. Ja, der Deutz ist Fritz. Die befinden sich hier auf dem Gelände der Gemeinde. Der Einzige, der hier sprechen darf, bin ich. Ja? Okay. Will jemand einen Kaffee? Ich würde mir mal irgendwann ich bin mal ja, machen, ich bin ja froh, dass ich noch würde atmen darf in Ihrer Nähe, dass Sie mir das nicht verboten haben, Herr Bayer. Ja, machen Sie so weiter, dann verbinden Sie das mal. Ja, ey, pass auf. Übrigens haben wir Pressefreiheit, ne? Wenn Sie die Frau Ehrlich hier belagern, dann zeige ich sie ja. Oh nein, Gott, die ist Praktikantin bei uns. Ich bin momentan Praktikantin bei denen. Also was können wir mit so machen, was wir wollen. Und Pressefreiheit hat nichts mit Spionage zu tun, da gibt es nämlich einen Unterschied. Und außerdem, Rolf, komm, lass mir auch mal den Spaß. Weißt du, wie lange ist nicht mehr? Okay, viel Spaß. Danke. So, also pass auf, Frau Ehrlich. Gehen, Harry? Frau Ehrlich. Der Chef hat noch eine Frage. Frau Ehrlich. Pass auf, ich verstehe zwar nicht, wie das Bild da oben entstanden ist, ja, mit dem Flitzer. Ist schon sehr merkwürdig, aber... Die wissen doch, dass meine Schwester da war und meine andere Schwester. Ja, ist in Ordnung. Die Emily war dabei. Ja, ist in Ordnung. Ja, pass auf, ich wollte Ihnen ja, wenn Sie mich einmal ausreden lassen würden. Wer weiß. Dann könnte ich auch einen ganzen Satz erzählen, würde der Herr Bayer jetzt sagen. Sie doch mal. So, auf jeden Fall wollte ich gerade sagen, Frau Ehrlich, lassen Sie uns einfach nochmal neu anfangen. Ja? Wir starten einfach nochmal bei Null. Natürlich dürfen Sie Ihr Praktikum fertig machen. Natürlich bringen wir Ihnen noch ein paar wichtige Sachen bei, was Sie wissen wollen, was Sie für Ihren Hofstand da unten brauchen und so weiter. Ja. Unterstützt Sie der Landhandel auf jeden Fall gerne. Wenn Sie unten am Hof was brauchen, Sie wissen ja, wir sind die richtige Adresse und alles. Also lassen Sie uns einfach nochmal bei Null anfangen, ja? Okay. Okay, Frau Herrlich. Entschuldigen Sie sich, dass Sie mich so angemoppert haben, weil ich 2 Stunden oben am Landhandel stand. Frau Ehrlich, ich habe Ihnen gerade angeboten, bei Null anzufangen. Eben, und Sie kommen mit, ich soll mich bei Ihnen entschuldigen um die Ecke. Stoppen Sie mal ganz kurz, Herr Manus. Jetzt habe ich das Redekissen.
Ja? Wenn Sie jetzt beide nicht sofort ihre Stimme senken und hier eine normale Unterhaltung stattfindet, dann werden Sie kriegen Sie alle einen Platzverweis. Haben Sie verstanden? Schon wieder los? Peter, Sie kamen jetzt mit dem Redekissen um die Ecke. Das Praktikum ist beendet. Harald, ich bin auf dem Feld. Wow! Gut, ich werde Ihre Kühe nicht mehr versorgen. Ich werde die Kühe dann auch noch abholen. Das Tor ist verschlossen. Das Tor ist offen. Mal ganz kurz, es gibt für solche Dinge auch Therapie-Dinger, das nennt sich Paartherapie. Wir sind kein Paar. Ja, aber es kommt so rüber. Es ist mir egal, wie es sich rüberkommt. Nein, er soll sich einfach nur bei mir entschuldigen. Ja, aber Bella, hast du vielleicht mal versucht, ihm nett gegenüberzukommen? Ich war am Anfang, ich habe Brötchen mitgebracht, ich habe Frühstück mitgebracht, aus meiner eigenen Tasche habe ich es bezahlt. Ja, du bist Praktikantin, das gehört dazu. Aber du schreist immer so. Ja, dann soll er, schreit doch genauso. Nee, er ist Chef, wir dürfen schreien. Das ist mir doch egal. Aber was machen die da? Ja, der John Deere ist beschlagnahmt. Hör mal, Rolf! Der John Deere ist bestimmt nicht beschlagnahmt. Und lass mich jetzt hier raus! Warum ist da unser Traktor drin? Weil der Traktor falsch geparkt wurde. Oh, nicht dein Ernst jetzt. Toll! Ganz toll, die Drei-Punkt-Aufnahme. Ganz toll, die Drei-Punkt-Aufnahme eingeklemmt. Danke, dass Sie mich überfahren. Ich überfahre Sie nicht, ich umfahre Sie. Das gibt ein Bild in der Zeitung. Oh, Herr Bayer. Oh Gott, geht's Ihnen gut? Ach, jetzt hören wir auf mit der Scheiße. Oh nein. Oh nein. Och, das war nur das. Schon wieder. Ach Mann. Irgendwie bin ich hier immer das Opfer. Du bist wirklich ein Opfer. Und ich bin auf dem Feld Scheiße streuen. Muss das jetzt sein? Oh, jetzt schreit die schon wieder. Verpiss dich jetzt vor dem Dreck. Ich werde mich nicht auf dem Weg gehen. Verpiss dich. Nein, warum ist das Tor hier zu? Ich bin zwar noch weggehofft, aber es war versuchte Tötung. Diese Stadt war so schön, wo wir alleine waren. Ich wollte mal sagen, versuchte Körperverletzung und außerdem hat er sie bedroht, wie ich meine. Also halt gefährdet, Straßenverkehr. Wow. Ja, genau, aber dann würde ich sagen, wissen Sie eigentlich, wo mein Auto ist, Herr Friedrichsen? Bella. In der Halle. Nein. Der hat den Bayer überfahren. Nee, hör mir, es macht gleich Bella, ciao, aber raus jetzt ja. Nein. Aus. Der soll sich bei mir entschuldigen. Chef. Herr Mann, deswegen, was sollten Sie sich denn entschuldigen bei der Frau Ehrlich? Weil ich sie habe einmal angeblich warten lassen, aber die Frau Ehrlich, nein, die denkt, die Frau Ehrlich, die denkt, die Welt dreht sich um sie und der ganze Kosmos dreht sich um sie. Deswegen so, ich habe ihr gerade, Peter, ich bin gerade zu ihr, habe gesagt, wir fangen bei Null an, wir werden neu anfangen, es wird alles gut. Die Frau Ehrlich kommt direkt um die Ecke mit, entschuldigen Sie sich erstmal bei mir. Warum entschuldigen Sie sich nicht einfach bei ihr? Weil es nichts gibt. Aber dann wäre das ganze Gezeter zu Ende. Steigt aus dem... Peter, das ist unser Traktor. Das ist Eigentum des Landhandels. Sie ist Praktikantin. Das stimmt allerdings. Sie gehört nicht dazu. Ich möchte, dass sie jetzt aussteigt. Bella, was ist hier los? Die ist übergeschnappt. Ich möchte einfach nur bei mir entschuldigen. Bella, komm aus jetzt. Steigen Sie doch mal bitte aus. So. Herr Manus, steigen Sie auch mal bitte aus. Ich fahre jetzt Scheiße aufs Feld streuen. Nein! Herr Manus, bitte würden Sie kurz das Fahrzeug verlassen. Nein. Jung. So, lassen Sie ihn fahren, Herr Friedrichsen. Bella, komm mal rüber. Vielen Dank. So, Frau Ehrlich und Herr Manus. Ach, geht's mir wieder gut, oder was? Nee, mein Fuß ist im Arsch. Herr Hafer? Ja. Herr Manus? Ist einer am Landhandel, wie ich am Tanken? Naja, wenn die zwei Zuckerschnüten hier irgendwann mal fertig sind. Gut, lass uns das schnell klären, dass wir kommen. Lass uns diplomatisch das Ganze klären. Frau Ehrlich und Herr Manus, entweder... Auf drei geht's los. Sie gehen zusammen jetzt wieder am Landhandel, arbeiten zusammen und vertragen sich, oder sie gehen getrennter Wege. Diese Entscheidung müssen Sie beide jetzt untereinander treffen. Da werde ich nicht reinreden, der Hafer nicht reintreten. Entweder Sie vertragen sich jetzt oder gehen auseinander. Aber so ein Gezicke und Gezanke und vor allem das an einem öffentlichen Gebäude, wo dann noch ein Polizist verletzt wird, ein Bürgermeister gefährdet wird, eine Frau gefährdet wird, ein Mann gefährdet wird, sowas können wir ja nicht brauchen. Nicht zu vergessen, die Nerven eines Partners sehr strapaziert. Vertragt euch oder ihr lässt es bleiben. So. Ich habe genau das, was du gesagt hast, Peter, gerade der Frau Ehrlich angeboten. Ich habe es genau das. Ich wollte gerade zu der Frau Ehrlich, wollte ich gerade wieder, ich habe gesagt, wir fangen noch bei Null an und alles, aber was macht sie? Sie schreit hier rum, sie kommt hier um die Ecke mit Entschuldigungskacke und so ein Zeug und sie quatscht mir ständig dazwischen, obwohl sie einfach nur der Praktikant ist. Sie hat keinen Respekt. Kann auch nicht daraus, kann mich auch nicht ausreden lassen. Der redet auch immer bei mir dazwischen. Ist das nicht herrlich? Weil ja, der vielleicht sollt ihr zweimal essen gehen. So, ich gehe los, ne Chef, ich gehe arbeiten. Das Affen geht zeter hier mit dem... Ah, das geht auf den Single, ja. Gut. Ich traue um ihre Kühe.
Ich auch. Ja. Boah, Digga. Jetzt brauche ich kurz Ruhe. Ich brauche einen kurzen Moment Ruhe. Schwarzing erlebt gerade einen Umbruch. Schwarzing erlebt gerade einen Umbruch. Wer verdammt nochmal ist denn hier alles angekommen? Wer verdammt nochmal ist hier alles angekommen in Schwarzing? Das ist nicht normal. Das ist einfach nicht normal. Das ist einfach nicht normal. Wow. Absolut wow. Wow. Das ist zu hart auf jeden Gute Fall. Gute Laune. Du kennst das doch. Ist doch immer so bei dem. Boah. Ah, Moment, mein Telefon. Hallo? Ja, ich bin's. Ja. Ja, wo bist du? Ich bin hier mit Mama und Papa unterwegs. Oh, wollen chill, Alter. Ich will darüber nichts hören. Gar nichts. Ich will nichts hören. Warum? Gar nichts. Warum? Weißt du es? Wir haben uns gerade dein Landhandel mal angeschaut. Oh, Alter. Komm bitte und belad mich mit Mist. Ja, ich komme jetzt. Gut, lass uns einfach den Auftrag durch zu Ende machen und fertig ist, okay? Ja, soll ich Mama und Papa mitbringen? Nein. Warum? Und sag nicht zu meinem Papa, dass es dein Papa wäre, verstehst du? Ach, Bruder, ja. Nein, nicht Bruder, Bruder, das sag ich dir noch einmal, das schwör ich dir. Hör jetzt auf damit mit der Kacke. Warum? Weil ich keinen scheiß Bruder brauche, weil die kein der Fritzler ist. Nee, also es ist einfach so, wenn du, so ein Mensch wie du, kann nicht mein Bruder sein. Verstehst du? Du bist schlecht. Aber sowas von. Du bist schlecht. Ja, du bist auch schlecht. Nein, ich bin nicht schlecht. Ich bin nett. Ich bin Bruder, sozialer Mensch und bin nett. Wir sind Familie. So redet man nicht. Wir sind ein Scheißdreck. Egal, ob die heiraten oder nicht, das will ich dir gleich sagen. Es ist völlig egal. Wir werden niemals miteinander verwandt sein. Niemals. Ein Moment. Nein. Mom, wann wollt ihr heiraten? Das wissen wir noch nicht. Wahrscheinlich so Mitte nächstes Jahr. Also, nächstes Jahr sind wir Familie. Ja, schön. Viel Spaß bei der Hochzeit. Ich werde nicht da sein, auf jeden Fall. Was? Das ist dein Vater? Klar kommst du zur Hochzeit. Was ja, ist mit dir? Ja, werden wir sehen. So, komm jetzt her und beladen mich mit Mist. Ich muss leider los. Ich komm jetzt. Ich mach das selber. Oh, lass nein, es einfach hier stehen. Ich mach das selber. Ich komm jetzt. Ganz ehrlich, ey. Sowas aber auch. Gut, tschüss. Tschüss. Mein Leben ist ein Trümmerfeld. Am heutigen Tag ist entschieden worden, dass mein Leben ein Trümmerfeld ist. Wow. Das war's. Alles wird den Bach runtergehen. Ich muss das irgendwie umgehen. Nee. Nee. Das kann einfach nicht. Nee. Ich kann das gar nicht verarbeiten. Hey, Liv. Na? Hallo. Ja. Sage? Oh, hör auf, bitte. Liv, sag das nicht. Nicht. Nein. Warum das? Weil du meinen Vater nicht kennst. Okay, so schlimm? Ja. Das ist eine Katastrophe. Kann ich dir irgendwie helfen? Ja. Ja. Wow. Moment. Ach, lol. Liv.
Ja. Ich entschuldige bitte, ich bin immer noch so baff, ich muss mit dir reden. Okay. Wir müssen uns irgendwie mal treffen. Pass auf, du hast eine Anzeige in der Zeitung. Reitstunde. Ich würde eine Reitstunde. Ich glaube, Pferde, Tiere. Ein Tier wäre jetzt genau das Richtige. Hättest du vielleicht Zeit, würdest du mir eine Reitstunde geben? Ich würde eine buchen. Ich bezahle das auch und alles. Und vielleicht können wir einfach ein bisschen quatschen dabei. Ja, ich komme runter zum Pferdehof. Machen wir so 10 Minuten oder so? Oder willst du wen anders? Ich warte mal ganz kurz. Ich muss schauen. Oh, Scheiße, was macht der denn? Was ist denn das? Ich muss schauen, ob ich das schaffe. Ich muss das eine Feld jetzt hier noch mit Mist fix durchmachen und dann kann ich runterkommen. Okay, ja gut, dann mache ich mich auf den Weg dahin und treffen wir uns dann. Pass auf, ich sag dir Bescheid. Ich schreibe dir nochmal eine Nachricht, okay? Okay, alles klar. Gut, so machen wir es. Dankeschön, Liv. Ja, kein Problem. Na, tschüssi. Bis später. Ja, ciao. Wow. Ich muss sagen, es schockt mich echt, dass mein Dad jetzt hier ist. Es schockt mich echt. Das Problem ist, es schreit nach einem Riesenfamiliendrama. Das schreit einfach nach einem Riesenfamiliendrama, was hier gerade los ist. Ich weiß nicht, was ich machen soll, wenn ich ehrlich bin. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, was ich machen soll. Mein Vater, einerseits alles schön und gut, ich freue mich, ihn zu sehen. Wir haben uns echt lange nicht gesehen. Also wir haben uns wirklich lange nicht gesehen. Ich freue mich echt, aber ich habe noch Scherze gemacht. Über Füßis Mom. Dann steht ja mein Dad, Alter. Dann steht da einfach mein Dad. Es steht einfach mein Dad da, nach so vielen Jahren. Ich bin sprachlos, wenn ich ehrlich bin. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sprachlos. Einfach sprachlos an der Stelle. Gut. Lassen wir es gut sein und widmen uns der Arbeit. Und ziehen einfach das Feld hier durch. Der Mist muss drauf. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich will gerade absolut. Ich weiß gerade nicht, zu wem ich gehen soll. Ich weiß gerade echt nicht, zu wem ich gehen soll. Ich will. Ich muss auch ehrlich sagen, ich will eigentlich mein Dad und mit Physis Mom zusammen und Physi und. Will ich eigentlich alle gar nicht sehen. Ich will die alle gar nicht sehen. Wow, die Frau Ehrlich auf der Suche nach einer neuen Story wahrscheinlich. Müssen wir das Luftfahrwerk ein bisschen höher machen hier auf dem Feld? Och nee, ey. Das ist so unfair. Das ist einfach so unfair. Es ist so unfair, es ist der absolute Wahnsinn. So, okay. Gut, aber an dieser Stelle muss ich mich dann doch noch ein bisschen sammeln und
hat er jetzt. Gut. Ich werde mich einfach mit Liv treffen. Ich muss einfach mal schauen. Ich werde mich mit Liv treffen und werde einfach mit ihr mal reden und gucken. Da gibt es auch noch ein paar offene Sachen. Das ist gerade ein Gefühlschaos, noch und nöcher. Ich bin mir gerade nicht sicher, wie ich darauf reagieren soll. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder heute Abend, 19 Uhr, meine Lieben. Und ja, in diesem Sinne, ich bin erstmal raus. Lasst das Däumchen da. Warten. Bis dahin. Tschüss.